Laufen an sich ist ja ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft heutzutage. Aber Laufen ist jetzt auch nicht gleich Laufen, indem man sich die Schuhe schnürt und loslegt, sondern es ist immer hilfreich, sich davor ein paar Gedanken zu machen. Ja. Schwerpunktmäßig geht es schon darum, dass man erstmal seine Ist-Situation gutachtet. Ich sage mal, es gibt kein Gut, kein Schlecht, es ist, wie es ist, aber ich muss ja erstmal wissen, wo setze ich an. Die Teilnehmer werden heute mal sehen, was passiert mit meinem Körper beim Laufen unter Belastung. Und der Sportwissenschaftler Michael Krawitz, mit dem wir seit 7 Jahren zusammenarbeiten, wird das Ganze aus seiner Sicht erläutern. Springender Punkt an der ganzen Geschichte ist die Ist-Zustandbestimmung. Es gibt zwei verschiedene Arten von Leistungsdiagnostik, die sich momentan etabliert haben. Ja, bei der Laktatmessung ist es das Blut, das aus dem Ohrläppchen genommen wird. Und wir schauen uns heute die Spiroergometrie an. Ja, wenn ich sehen möchte, okay, wo stehe ich, wie kann ich jetzt letztendlich auch meine Leistung steigern und wie setze ich mein Training richtig an? Und anhand der Werte kann ich gucken, was trainiere ich. Ganz wichtig für jeden wirklich so für sich mitzunehmen, damit Training auch nicht monoton ist, was wir am Anfang kurz beschrieben hatten. Die Variation macht es aus. Ja, also das heißt, ich kann mit verschiedenen Trainingsbereichen, mit verschiedenen Herzfrequenzen verschiedene Systeme im Körper trainieren. Ja, ob es jetzt die Atmung ist, die Atemhilfsmuskulatur kann ich trainieren, ich kann den Herzmuskel trainieren und ich kann im Prinzip auch, sag ich mal, den Fettstoffwechsel trainieren, ich kann die Sauerstoffverwertung trainieren und. Wenn ich weiß, was ich gut kann und was nicht, weiß ich auch, wo kann ich meinen Trainingsreiz hinsetzen. Ja, und dass man sich dann halt immer wieder bewusst wird, ah, okay, das ist meine momentane Situation und wo möchte ich hin? Ja, so, ich habe ein großes Ziel, mal angenommen, wunderbares Ziel wäre zum Beispiel in 158 Tagen heute der Frankfurt-Marathon. Da ist sowohl für die absoluten Laufeinsteiger bis hin zu den Profiläufern alles dabei. Es ist für jeden irgendwie eine Distanz machbar. Und das ist eigentlich so das Hauptthema des heutigen Tages. Wie trainiere ich eigentlich effektiv und sicher? Für mich persönlich. Es gibt einfach nicht den Stein des Weisen, ja, der auf alles und auf jeden passt, gerade im Training, weil unser Körper, das ist einfach ein natürlicher Prozess und da gibt es auch keine Abkürzung, um wirklich langfristig den Erfolg zu haben. Man fängt erst an, die Trainingshäufigkeit zu steigern und da spielt die Geschwindigkeit noch gar keine Rolle. Und nach kontinuierlichem Training über 6 bis 8 Wochen, dann kann man anfangen, vielleicht in dem Qualitätsbereich das Schräubchen zu drehen. Aber das betrifft eigentlich vielmehr die ambitionierten Läufer, so Hobbyläufer. Für die ist es viel, viel wichtiger, dass man sagt, machen, wirklich erstmal machen, Spaß dran haben, es nicht gleich zu übertreiben, ja, und versuchen, immer so seine persönlichen Bereiche, wenn man die kennt, im Blick zu haben. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite so unsere schönen Lauferlebnisse, wo wir dann nach Hause kommen und immer dieses Gefühl haben, Mann, das hätte heute noch mehr sein können, ja. So, und wenn wir diesen Bereich möglichst viel erwischen und viel trainieren können, das ist eigentlich der Bereich, der uns voranbringt. Ich werde nie vergessen, als auch ich irgendwann mal meine ersten Schritte getan habe und dankbar war über jede Erfahrung, die mir eben erfahrene Athleten mit auf den Weg geben konnten. Und in der Position sehe ich mich heute natürlich auch. Also wenn ich jetzt jemanden auf dem Weg zu seinem persönlichen Marathonziel, Laufziel unterstützend irgendwo zur Seite stehen kann, dann mache ich das gerne und das macht mir auch sehr viel Freude.